Was geht? Cory hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen, indem ich einfach die Bibel lese und euch zeige, wie man die Bibel lest. Macht das Sinn? Okay. Tut mir leid, aber dieses Intro mache ich so oft. Wenn ihr es langsam sehen wollt, dann schaut euch ein anderes Video an. Wir wollen einfach direkt weitermachen. Markus Kapitel 11, Vers 15. Und da geht es so voran. Als sie wieder nach Jerusalem kamen, die Jesus und die Jünger, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass weitere Waren durch den Tempelhof getragen wurde. Er fuhr sie an. In der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die obersten Priester und die Schriftgelehrten hörten, was Jesus getan hat, überlegten sie, wie sie Jesus umbringen konnten. Sie hatten jedoch Angst vor ihm, weil die Menschen von seiner Lehre so beeindruckt waren. Am Abend verließen Jesus und die Jünger die Stadt. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorüberkamen, die wir in der letzten Folge besprochen haben, den Jesus verflucht hatte, da sehen wir nochmal, er hat ihn verflucht, sahen die Jünger, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Petrus erinnerte sich an das, was Jesus am Vortag zum Feigenbaum gesagt hatte und rief aus, sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Da sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Baum, zu diesem Berg sagt, hebt dich in die Höhe und wirft dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf die Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr ein Gräuel hegt, damit euer Vater im Himmel eure Sünden auch vergeben kann. So, ich habe euch im letzten Video versprochen, dass ich mehr auf dieses Thema Feigenbaum eingehen werde, aber zuerst recappen wir nochmal, was gerade passiert ist. Jesus geht in das Tempel, was er gestern ja auch... Sorry, ich bin immer noch erkältet. Jesus ging in das Tempel, was er gestern noch ausgekundet hat und hat gesehen, dass sie verkaufen und dass sie einen Markt einfach darin gebaut haben. Und er wurde wütend und schmiss alles raus, was etwas oder jemand, der etwas verkauft hat. Und als er die Tische umwirft, zitiert er die Schrift, also das Alte Testament, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, also der Tempel ist mein Haus. Und er zitiert eine andere Stelle aus Jeremia 7, Vers 11, wo es dann auch heißt, dass wo das Wort Räuberhöhle auch vorkommt. Und manche sagen auch immer so, hey, ist Wut nicht eine Sünde? Und das, was Jesus da tut, ist das nicht Sündigen? Aber ich glaube, und ich bin mir, nein, ich glaube nicht, ich bin mir zu 100% sicher, wenn die Bibel wahr ist, was ich glaube, dass Gott selber Zorn hat. Zorn an sich ist nicht gleich schlecht. Und zwar gerade der gerechte Zorn ist richtig. Weil wir sollen nämlich auch zornig sein auf Ungerechtigkeit. Es gibt den richtigen Zorn. Und das ist auf jeden Fall der richtige Zorn. Ist, wenn das Haus Gottes verunstaltet wird und daraus ein Markt gemacht wird, dann ist das eine berechtigte Art, berechtigte Zeit, zornig zu sein. Und Jesus schmeißt die alle aus seinem Haus, aus dem Tempel. Und als die Schriftgelehrten das sehen und die Priester das sehen, wollen sie Jesus noch mehr töten, weil wir haben ja schon gesehen, sie haben eh schon versucht, ihn zu töten und hatten eh schon so viel gegen ihn. Aber jetzt sogar noch mehr. Ich muss mit meiner Nase sprayen.
Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ihr kriegt immer noch alles mit. Genau, und Jesus schmeißt sie raus und die Priester und Schriftgelehrten wollen Jesus jetzt noch mehr umbringen. Und dann sehen wir die nächste Szene. Und da springen wir auch nochmal zurück in Vers 12, wo wir gelesen haben, dass Jesus einen Feigenbaum verflucht hat, weil er keine Frucht gebracht hat und auch keine Frucht gebracht hätte, denn er hat noch keine Anzeichen gezeigt, dass er in der Zukunft Frucht bringen wird. Und hier ist das Bild, was wir kennen in der Bibel. Im Alten Testament wurde oft ein Feigenbaum verglichen mit dem Volk Israel. Und die Frucht mit der Frucht von Israel. Entweder sie haben Gott nachgefolgt und sie haben Frucht gezeigt, oder sie waren ungehorsam gegen Gott und haben keine Frucht gebracht. Und da gibt es eine Stelle im Alten Testament, in Jeremia 8, Vers 13. Und da heißt es, sie sind, und es ist Israel, wie ein schlechter Weinstock oder ein fauler Feigenbaum. Ich finde keine Frucht an ihnen und ihre Blätter sind verwelkt. Deshalb werde ich Leute bestellen, die die wertlosen Gehölze fortschaffen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Amen. Und genau das ist, was hier symbolisiert wird und was Jesus zeigt mit dem Feigenbaum. Es ist dieser Feigenbaum, der immer noch keine Frucht gebracht hat, obwohl er eigentlich schon anfangen sollte, Frucht zu bringen, wird letztendlich weggeschmissen, verdorrt und ist nichts mehr Nutz. Ist nichts mehr wert. Und so sehen wir, dass auch das heilige Volk Israel, das heilige Volk, jetzt nichts mehr wert ist. Denn sie haben immer noch keine Frucht gebracht, obwohl es langsam Zeit wurde. Und da sehen wir auch die Parallele zu Jesus geht in das Tempel, sieht das Volk Israel, was es eigentlich machen sollte in diesem Haus. Es sollte beten. Das ist das der Tempel, sie sollten beten, aber sie haben versucht, Geld zu machen. Sie haben versucht, dieses heilige Haus in eine Verkaufsstätte umzuwandeln. Und Jesus hat gesehen, so oft wir jetzt schon gelesen haben in den letzten 11 Kapiteln, dass Israel immer noch nicht die Frucht bringt, die sie eigentlich bringen sollte. Und dass die Zeit jetzt bald aber vorbei ist. Und dann geht Jesus weiter und sagt zu den Jüngern, ihr seht doch, ich habe die Macht, so einen Baum zu verfluchen. Ihr könnt das auch. Und er sagt, und wir lesen das nochmal, und er sagt in 22, habt Glauben an Gott. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebt dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Diese krasse Glaubenskraft, die wir haben, ist eine, die Jesus hier verspricht. Nicht zu verwechseln mit, wir können tun und lassen, was wir wollen, sondern wir lesen auch später in Jakobus, glaube ich, ist es, dass wir, wenn wir im Einklang sind natürlich mit Gottes Willen, dann können wir alles beten. Und das ist ja eh unser eigentliches Ziel, dass wir im Einklang sind mit Gottes Willen. Dass alles, was wir wollen, Gottes Wille ist. Und dass dann unsere Kraft so stark ist, dass wenn wir zu diesem Baum sagen würden, in übertragener Sinne, bewege dich, dass er sich bewegen würde. Aber wir sollen vorher vergeben, damit Gott uns auch vergeben kann. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen. Wenn doch, schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Falls ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, abonniert doch diesen Channel, aktiviert diese Glocke, liked dieses Video, um mir ein bisschen auszuhelfen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, wenn es weitergeht in Kapitel 11. Und bis dahin, Cory hier, ihr da. Alles klar. Und wieder habe ich hier die Playlist von allen Markus-Evangelium-Video, die ich bis jetzt gemacht habe. Und hier habe ich ein anderes Video, was ihr euch gerne anschauen könnt. Und danke.